Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Aborion. So, wie ihr da hinten seht, wird da gekämpft und ich musste den Asteroiden, den ich da abgebaut habe, auch verlassen, weil ja, die da mir ja doch so ein bisschen Stress gemacht haben, ne? Also ich bin so ein bisschen beschädigt worden. Jetzt ist die Frage, was machen wir, ne? Wir können da erstmal gucken, wer da so unterwegs ist. Schiff, die Xotan sind das und das andere ist auch bestimmt die Xotan. Hier unten haben wir noch ein Sprungtor. Ja, und das sind Banditen oder sowas, ne? Bandit. Ja. Ich glaube, da würde ich sagen, haben wir dann nicht ganz viel mehr hier zu suchen verloren. Man sieht jetzt hier auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, können wir auch schauen, dass wir hier aus dem Sektor rauskommen. Wir haben das Problem, da sind wir noch nicht gewesen. Ich denke mal, da fliegen wir jetzt mal gerade hin. In den Navi-Computer eingeben. Und dann das Ziel suchen. Das ist da. Und dann fliegen wir da mal hin. Ah, okay, war noch nicht fertig. Jetzt ist er fertig. Ja, unser Problem war ja auch, dass wir diese gelben Blips nicht sehen, ne? Irgendwie. Weizenfarm. Essensriegelfabrik, Fischfarm, Düngemittelfabrik, Gemüsefarm. 10 Schiffe von die Neutuvne. Keine Ahnung. Ja. Jetzt müssen wir da mal reingucken, dass wir da mal schauen, warum das nicht funktioniert, ne? Hier, irgendwas ist ja mit dem Ding hier nicht in Ordnung. Massenscanner. Radar-Upgrade, ungewöhnlich. Massenscanner, Reichweite plus 2. Energieverbrauch 0,3 Gigawatt. Zeigt Sektoren mit Massensignaturen als gelbe Blips auf der Karte. Ja, und diese gelben Blips würde ich jetzt gerne mal sehen. Hier gibt es keine. Das kann nicht sein. Irgendwas ist da faul an dem Ding. Naja, aber wir sind jetzt hier in dem nächsten Sektor. Gerade mal so überschlagen, ob hier irgendwo was weißglänzendes ist. Das wäre dann ein schöner Asteroid. Was ist das für ein Teil hier? Fischfarm ist da, okay. Da oben ist eine Werft, oder? Das ist die Düngemittelfabrik und da ist aber noch was dran, ne? Transporter ist das, okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Machen wir gerade das hier so ein. Ja, ist auch doof. Ja, wie war das noch? Alt drücken und dann kannst du das so ein bisschen so bewegen. Alles klar. Mit der Maus. Dann ist der weiter unten zum Beispiel. Fliegen wir da mal näher gerade. Können wir mal gerade hier vorbeischauen, ob hier irgendwo ein Asteroid ist, den wir gebrauchen können, aber es sieht nicht so aus. Da oben war es, ne? Düngemittelfabrik ist das zweite, alles klar. Bringt uns aber alles nicht so wirklich weiter, oder? Das war die Fischfarm. Kann die Fischfarm uns auch was erzählen? Achso, jetzt habe ich die Escape-Taste gedrückt. Das war wohl falsch, ne? Grüße, Sie reden nur mit dem automatischen Dingabumster. Schwarzes Brett. Kein Auftrag verfügbar. Gut. Sonst noch irgendwie was? Güter handeln. Fisch, Bioglas und Plankton haben die da. Okay. Fisch, Bioglas und Plankton. Was haben die? Die Düngemittelfabrik. Schwarzes Brett erstmal. Kein Auftrag. Und, ach, daneben geklickt. So. Düngemittel und Giftmüll. Ja, gut.
Ist jetzt nichts für uns. Guck jetzt gerade mal, ob wir hier noch irgendwo was finden. Was ist das da? Naja, schießen wollte ich nicht. Eine Korvette. Das war jetzt die Düngemittelfabrik. Das war die Fischfabrik. War da noch irgendwo was? Ja, da unten. Weizenfarm. Was sagt die und so? Schwarzes Brett, keine Aufträge. Und Güterhandeln, Weizen und Sauerstoff haben die da. Da sind noch zwei daneben. Eisen, Essensriegelfabrik. Schwarzes Brett, Ressourcenknappheit. Reis brauchen die. Ich weiß nicht, wo ich Reis herkriegen. Dann lassen wir das mal. Und Güter handeln. Essensregel gibt's da. Okay. Da war noch eine direkt neben. Ah, ich schieße immer. Ich sollte nicht schießen, sondern ist ein Frachter. Wer ist das denn hier? Eine Korvette. Okay. Und da unten? Wahrscheinlich auch ein Transporter. Das sind jetzt alles kleine Klamotten, wo ich sagen würde, jo, muss ich haben. Düngemittel. Kaufmann. Ja, ich fliege jetzt einfach mal da so in diese Richtung. Und will gucken, hier irgendwo was sehe, was ich abbauen kann. Sieht nichts aus. Nee. Doch da, oder? Nee. Sah nur täuschend aus, als ob da was Weißes blinken würde. Ist nix, ne? Das war eine Korvette. Da oben ist ein Asteroid, aber auch nicht den, den ich haben wollte. Fliegen wir mal dahin erstmal. Da versteckt sich noch einer, aber auch nicht der richtige. Okay. Jetzt müssen wir gerade hier noch die Automatik reinmachen. So, macht er. So, die bauen gerade ab. Eisen 9116. Oh, das dauert. Dicker Brocken. So, den dicken haben wir jetzt, den Kern. Da ist er weg und jetzt müsste es schneller gehen, ne? Die anderen Teile sind nicht mehr so groß. Toller Rahmen, der da noch steht, ne? Ja. Zwei Teile, drei vielleicht. Zwei. Fertig. So.
Da wäre noch Eisen. Ja, bringt uns hier irgendwie jetzt nicht weiter, ne? Zack. Map. Wo können wir hinfliegen? In diese Richtung nicht. Unbekannte Energiesignatur. Gemüsefarm gibt es ja auch irgendwo. Die habe ich aber noch gar nicht eben gesehen, ne? Gucken wir nochmal rein. Weizen haben wir, Essensregel haben wir, Fischfarm haben wir, Düngemittel haben wir, Gemüsefarm haben wir nicht. Dann wollen wir doch mal gerade gucken, wo die Gemüsefarm ist. Essensregel und daneben ist Transporter, oder? Ja. Da. Gemüsefarm, da ist er doch. Gucken wir mal gerade rein, was die so zu bieten haben. Gemüse und Sauerstoff haben die. Okay, das brauchen wir aber nicht. Und was sagt das schwarze Brett? Keine Mission verfügbar. Na. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie ein Ziel? Nein, kannst du nicht F drücken. Ja, wo springen wir hin? Das ist die Frage, ne? Ich habe jetzt hier Nord-Osttor, würde ich sagen, wenn die Karte irgendeine Bedeutung hat. So, dann müssten wir gucken, ob hier irgendwo ein Nord-Osttor ist. Südwest. Südost. Wer ist das? Transporter. Korvette. Südwesttor. Ist ja auch noch Nordwesttor. Vielleicht das. Nö. Da. Südost. Da ist noch eins. Nordosttor. Ich glaube, wir nehmen mal das. Ich weiß nicht, wo wir rauskommen, aber sehen wir dann, ne? Dreizehn Kilometer, da machen wir ein bisschen Gas. So. Fliegen wir mal da rein, ne? Gucken, wo wir rauskommen. Ich habe keine Ahnung. So, und dann die Map mal einmal auf und dann, ja, das ist tatsächlich Nordost gewesen. Und da ist tatsächlich auch ein gelber Blip. Das heißt, da unten war kein gelber Blip. Gut. Hier sieht's ganz interessant aus, ne? Was ist das für ein Werk? Eismine. Was ist das denn jetzt hier gerade? Jäger. Dieser Sektor wird von einer anderen Fraktion angegriffen. Okay, und wer ist die andere Fraktion? Sind die irgendwo rote? Nein, sind es nicht. Ist das das? Ist das das? Ne, da oben sind sie. Das sind die Bösen. Banditen. Durch das Tor sind wir gerade gekommen und da gibt es auch Dingens. Dann lass uns mal da einfliegen. Was sagt das Ausrufezeichen da oben? Wir sind zu schwach, ne? Jo. Fliegen wir erstmal weiter. Hier zu den Asteroiden. Ein bisschen weg. Gucken, ob wir hier was farmen können. Oh, der da sieht anders aus, oder? Nicht wirklich. Signale werden stärker, steht da. Eisen.
Gibt's hier was anderes wie Eisen? Das wird auch Eisen sein. Das ist bestimmt auch Eisen. Das sieht alles nach Eisen aus. Nee, dann ist hier nichts. Würde ich ganz einfach mal sagen. Wo sind denn die anderen Sachen alle? Alles da unten, ne? Das ist ein Sprungtor. Ich schätze mal, von dem sind wir gekommen, ne, oder? Ja, ich würde jetzt mal sagen, da ja ganz viele Jäger auch sind, könnte man eigentlich zusehen, dass man da mal mitmischt, oder? Die sind ja richtig zu Gange da, ne? Ist da einer näher? Vielleicht der? 30. Fliegen wir da mal hin. So. Zwei machen wir aus. Brauchen wir nicht. Aber wir kommen zu spät. Da wird sich noch gekloppt. Das Blau gegen Türkis. Da wollen wir dann noch nichts mehr zu tun haben, ne? Da gibt's Eisen. Die hauen sich da auch gegenseitig. Ist vielleicht jetzt gerade nicht so für uns das Ding, oder? Kupfermine. Ja, was sagt die Kupfermine so? Güter gibt's Kupfer, könnte man kaufen. So, F drücken, ne? Schwarzes Brett, kein Auftrag. Da ist auch was, aber da habe ich jetzt den Asteroiden erwischt. Das ist eine Zinkmine. Okay. Da kannst du Zink kaufen. Und schwarzes Brett ist nix. Was ist das? Ressourcendepot. Ja, da können wir was verkaufen und kaufen, ne? Aber ist jetzt nicht das, was wir brauchen eigentlich, ne? Aber wir können noch gucken, ob es eine schwarze Brettbotschaft gibt. Gibt's auch nicht. Da sehe ich auch nicht, dass wir irgendwie was abbauen können, was für uns interessant wäre. Eismine. Wasser kannst du da holen, alles klar. Und kein Auftrag. Also hier ist schon Party, ne? Aber eher nicht für uns, denke ich. Hier gibt's auch noch was. Nein, das hatte ich schon. Das war die Zinkmine und, ne? Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mal wegfliegen da, woanders hin. Das ist auch nichts für uns. Ich glaube, wir fliegen mal mehr in diese Richtung gerade. Gucken wir mal so ein bisschen durch die Gegend. Ist jetzt nichts für uns dabei. Ja, wir können Eisen abbauen, ne? Das ist klar. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Ist da oben was? Da? Hinten irgendwie so? Könnte sein, oder? Da ist was. Ja.
2 und Automatik, ne? Und Hinder. Da brauchst du jetzt nicht abbauen, aber ist auch egal. Fünf Kilometer Entfernung. Komm näher. Und da ist dann Titan, oder? Jupp. So, und dann sind wir im Abbaubereich. Zwei geht nicht, oder was? Warum baut er jetzt nicht ab? Hallo? Jetzt baut ein anderer, glaub, ab. Den will ich da nicht abbauen. Wo ist der denn am Abbauen? Ha, bin ich denn jetzt im falschen Film? Ich glaube, wir bauen das ab, aber wir sind hier irgendwie an der falschen Stelle im System. Naja. Wir kriegen auf jeden Fall die Ressourcen, das ist wichtig. Ja. Das ist ein Bug oder was? Kann ich den jetzt auch abbauen? Nein, ne? Was baut er dann ab jetzt da? Gar nichts. Tja, dann weiß ich auch nicht. Ich hätte jetzt gerne den hier abgebaut, aber dann geht das wohl auch nicht. Irgendwas passt jetzt gerade nicht, ne? Was ist, wenn die Map an ist und wieder aus? Dann sind wir trotzdem noch an der falschen Stelle, ne? Voll der Bug. Tja. Das ist ja jetzt voll doof gelaufen, ne? Ich sehe ja unten rechts, wie groß der Asteroid noch ist. Dann können wir den da abbauen, ne? Aber dann springen wir ja auch mal raus. Das bringt ja so nichts, ne? Kann ich den da vorknallen dann auch? Wir fliegen jetzt sogar weiter weg, laut Anzeige. Ja, bringt uns nichts weiter. Gut, dann schauen wir mal in die Map rein. Und irgendwo war ein gelber Blip. Dann lass uns den gelben Blip mal hier besuchen, gerade einmal. Fliegen wir da hin, ne? Sprungroute berechnet. Na, ich glaube, wir fliegen mal gerade besser an dem Asteroiden hier vorbei. Das will ich nicht mehr. Und dann einmal Leertaste. Gut. So, dann sind wir hier. Und ja, da sind zwei Böse. Da müssen wir gleich mal drauf loslegen, ne? Wenn die mich beschießen, dann schieße ich zurück.
Unser Dingens ist überhitzt. Okay. So, das war jetzt nicht so dolle, ne? Okay, ich glaube, wir sind gerade kaputt gegangen. Schade, ne? Ja, gut. Okay, dann werde ich sagen, müssen wir in der nächsten Runde mal neu aufbauen. Jetzt haben wir hier unsere kleine Drohne wieder im Startsystem. Und ja, war nicht so erfolgreich. Alles klar. Wir haben aber unsere Ressourcen da oben noch. Müssen wir dann gucken, was wir machen, ne? Okay, dann sage ich mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.